Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen, hier zurück zu Project Zomboid im Apokalypse-Modus. Wir haben beim letzten Mal die Härte des Lebens kennengelernt und werden dieses Mal versuchen, vielleicht woanders zu starten, um zu überleben. Mein Gedanke ist, also beim letzten Mal waren wir bei Rosewood und da werden wir auch garantiert wieder hingehen wollen. Jetzt gehen wir mal irgendwo hin, wo ich bis jetzt mich noch nicht so gut auskenne, was die Sache sicherlich nicht besser macht. Und zwar möchte ich in Riverside starten. Ist nicht unbedingt der perfekte Ort, wo man starten möchte. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. So, wir werden uns einen neuen Charakter erstellen, weil wir beim letzten Mal ja nach 6 Tagen von einer Zombie-Horde übermannt worden sind, weil wir einfach völlig erschöpft waren. Es war ungünstig, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich der Meinung inzwischen, dass Fitness geradezu geil ist. Ich möchte einen Charakter haben, der super athletisch ist. Alles andere kann man ja noch lernen. Ich gucke gerade eben bloß, was ich dafür für einen Charakter am besten baue. Irgendjemand, der vielleicht nicht zu teuer ist. Ich schaue mir das gerade mal durch. Ne? Kein Bauer, Arzt, Veteran. Ein Arzt ist tatsächlich interessant. Veteran hat halt keine Angst vor Zombies und ist deswegen in meinen Augen fast ein bisschen zu OP. Das möchte ich eigentlich nicht. Den Krankenpfleger, Holzfäller hat diesen Axtmann-Vorteil. Doppelte Geschwindigkeit beim Durchbrechen von Türen mit der Axt. Schnellerer Axtangriff. Das hat was, der levelt auch Axt enorm schnell. Wir könnten einen Fitnesstrainer machen, der wäre dann noch fitter. Der würde auch Sprinten schneller leveln. Aber das sind alles so Dinge, wo ich der Meinung bin, ich weiß nicht, ob die was bringen. Der Hamburgerwender. Kurze Klingenwaffe, nee, davon halte ich nicht viel. Ingenieur. Schlosser, der hat von Anfang an schon einen Bonus auf Metallbearbeitung. Mechaniker, kurze Stumpfwaffe, Mechanikstärke. Schwierige Sache das. Lasst mal. Was kann der Krankenpfleger? Der ist auf jeden Fall auch leichtfüßig. Mal überlegen. Hamburger Wender Arzt. mir kommt halt gerade eben wieder diese dumme Idee mit dem Charakter aus dem Stream. Ich möchte irgendjemand machen, wo athletisch vielleicht passen würde. Das Problem ist bloß, es ist verdammt schwierig, halt einen Charakter zu erschaffen, der bei dem das kommt. Ich nehme mal einen Fitnesstrainer. Jetzt muss ich halt noch irgendwie 16 Punkte aus. Ein Taub ist echt nicht gut. Dünnhäutig, trägt erhöhtes Infektionsrisiko. Analphabet, untergewichtig ist. Macht wieder Fitness weniger. Langsamer Lerner. Langsamer Heiler. Ich gehe wieder auf den langsamen Heiler. Und jetzt noch immer irgendwas für minus 10 Punkte. Schwach. Ey, minus 5 Stärke. Das ist ja, also das ist ja echt übel. Ja komm, vielleicht ist auch mit athletisch ein bisschen übertrieben. Also gut, wir nehmen jetzt den Kollegen so, wie er ist. Das wird dann der männliche, das wird jetzt hier der Lucky Loot sein. Ein Namensverwandter von Lucky Bastard. Was nehmen wir denn da von der Optik her? Ja, der, also, wobei Barttyp, sagen wir so. Nee, er bekommt einfach nur ein Kinnbärtchen. Genau, das ist so ein ganz, ganz stylischer Dude, ne? So etwas bräunliche Haare. Ja, und jetzt geht's los. Gucken wir mal, wie weit wir dieses Mal kommen. Man hat einfach gemerkt, ne, das war ein Fehler und es war vorbei. Wobei man dazu sagen muss, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Situation nicht so passiert wäre, wäre dieser Helikopter nicht gekommen. Und wir wissen jetzt, Helikopter ist ein enormes Problem und man sollte ihm aus dem Weg gehen. Oder ihn einfach aussitzen, sofern man kann. So, jetzt gucken wir als allererstes mal, was wir jetzt hier haben. Ich dachte gerade eben schon, da würde schon ein Zombie stehen. Nahrungssuche für Anfänger. Hey, komm, nehme ich direkt schon mal mit. Das könnte hilfreich sein. Ich mache mal hier ganz, ganz schnell die Vorhänge zu. Und auch hier Vorhänge zu. Dass diese Charaktere nie mit Uhren starten.
Als ob es keine Uhren gäbe. Da muss ich auch zumachen. Hier gäbe es nochmal einen Laken. Komm, das nehme ich schon mal vorsichtshalber hier direkt mal mit. Was haben wir da noch? Nichts. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn wir hier Dinge finden würden, die uns was bringen, ne? Noch einen Vorhang zuziehen. Der Schreibtisch beinhaltet leider nichts. Also gut, es ist ja schon mal, immerhin schon mal ein Haus, das Vorhang bewehrt ist. Das bringt uns jetzt immerhin schon mal einen kleinen Vorteil. Verrottetes Brot. Na, ja, großartig. Hier, ein Nudelholz. Ganz im Ernst. Besser als nix. Bratpfanne. Besser als nix. Wobei ich glaube, dass die Bratpfanne besser ist zum Zuschlagen als das Nudelholz. Hier gibt es sogar noch Fressalien. Karotten, Erbsen. Hundefutter. Er hatte also mal einen Hund. Das ist das Erste, was er gegessen hatte. Offensichtlich noch bevor er sich um die anderen Sachen gekümmert hat. Zumindest lässt die Situation das vermuten. Ich werde auf jeden Fall hier mal das Laken anbringen. Dass hier keiner mehr reinguckt. Vorhang zuziehen. Da vorne ist auf jeden Fall ein Zombie. Mir gefällt nicht, dass es offensichtlich schon dunkelt. So, ich mach mal das Licht hier aus, rein aus Vorsicht. Hier auch. Dann kann ich hier reingehen. Es ist alles andere als sicher hier. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall schon mal dieses Buch lesen als allererstes, weil vielleicht werden wir irgendwo hinrennen müssen, um mit der Situation klarzukommen. Also wir haben ein bisschen Essen, aber keinen Dosenöffner. Das Einzige, was wir wirklich essen können, ist eine Dose Sardinen. Alles andere haben wir nicht. Eieieiei. Wir haben auf jeden Fall gelernt beim letzten Mal, warum man das, was ich getan habe, nicht tun sollte. Ich höre mal die Geschwindigkeit beim Lernen. Na, das Problem ist, er liest halt langsamer. Nee, doch nicht. Ich habe eigentlich gar keinen Nachteil in der Richtung gewählt. Aber ihr seht, ne, es braucht trotzdem enorme Zeit. Jetzt kommt schon wieder der Helikopter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich finde das frech. Ich werde gleich was trinken und dann muss ich raus. Aber ihr seht, wir sind deutlich fitter. Deswegen, ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird. So, ich habe das Buch gelesen. Wir können jetzt Nahrungssuche betreiben. Der Helikopter ist übrigens weg wieder. Ich öffne jetzt auf jeden Fall diese Dose mit Sardinen und werde sie essen. So. Wisst ihr, was mich am meisten ärgert, ist die Tatsache, dass ich nur deswegen gestorben bin, weil ich nicht direkt hochgeklettert bin. Ich hätte auch einfach direkt hochklettern können. Aber nein, ich wollte schon mal ein bisschen Arbeit verrichten und das war ein Fehler. Ein fucking Fehler. Es ist grausam und gemein. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Gucken wir mal. Es laufen auf jeden Fall Zombies hier rum. Ha, nicht zu knapp. Da vorne steht ein kaputtes Auto. Am liebsten würde ich eigentlich gleich ins nächste Haus rein. Aber da könnte weiß der Geier was drin sein. Und?
Erstmal kein Alarm. Okay, ich mache erstmal hier das Fenster wieder zu. Und dann den Vorhang. Hier gibt es Beta-Blocker. Die hätten vielleicht geholfen beim letzten Mal. Hat es da einen Zombie drin? Nein. Gut. Hier gibt es nochmal Chips. Ein Dosenöffner wäre episch gut. Oder irgendeine Flasche. Aber das Spiel will uns keine gönnen. Hier ist nochmal ein Fernseher. Geräteeinstellungen. Oh. Oh. Scheiße, ey. Einfach nur Scheiße. Die Situation ist sehr angespannt. Angespannter als vorher. Oh, da war schon das Licht aus. Interessant. Tja, da ist zum Glück auch kein. Oh, wir haben ein Klebeband und einen Hammer. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich weiß, dass ich hier nicht bleiben kann. Gesehen haben sie mich zum Glück noch nicht. Und eigentlich will ich auch, dass das so bleibt, aber ich glaube nicht, dass das hinhauen wird. Und schon haben sie mich gesehen. Okay, damit beginnt nun die etwas unverhohlenere Flucht, meine lieben Freunde. Das wird auf jeden Fall jetzt nicht einfach werden. So, ich tu dich mal hier gerade eben links noch anbringen, lieber Hammer. Nach wie vor bin ich der Meinung, ein Auto wäre geil, aber das werden wir wohl nicht kriegen. Flucht ist alles, was uns bleibt. Versuchen wir jetzt mal wirklich Kämpfe zu vermeiden. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Oh, Scheiße. Ja, also ich kann jetzt, glaube ich, das Schleichen sein lassen. Oh, was ist denn das Cooles? Kann man da hoch? Nee, kann man wohl nicht. Was ich sehr schade finde. Das alte Lied, ne? Niemals über eine Mauer springen, wenn du nicht musst. In meinem Fall würde ich mal behaupten, ich musste. Eieiei. Ja gut, wie gesagt, ich kann das Schleichen einstellen. Ich muss jetzt einfach eine Gelegenheit finden, um irgendwohin abzuhauen. Vielleicht hat es ja schon gereicht. Und? Bis jetzt will das Fenster nicht. Wow. Oh, Scheiße. Es sind zu viele. Scheiße, es sind zu viele. Wir sind hier direkt an einer Tankstelle, Freunde. Oh, da fressen sie auch schon Leute. Wow.
Es ist kurz mal ruhig. Ey, ohne Witz, und jetzt sind wir schon gemäßigt angeschränkt. Es ist eine Unverschämtheit. Es ist eine blanke Unverschämtheit, dass ich jetzt schon angestrengt sein soll. Ich habe extra einen Fitnesstrainer genommen. Kann man die Tür öffnen? Nein, kann man nicht. Es wäre geil, hier ein Auto zu kriegen, ne? Das ist aber auch jetzt pure Glückssache. Wenn wir ein Auto bekämen. Oh, da ist eine Polizeistation. Der hat mich schon gesehen. Dann hätten wir saumäßiges Glück. Hey, hier ist tatsächlich sonst niemand. Zumindest wirkte es so. Kann ich in dieses Auto einsteigen? Wahnsinn. Und es ist ein Schlüssel da. Und wie immer ist der Scheiß halt leer, ne? Wie immer. Jetzt sind wir wieder an dem... Oh mein Gott. Okay. Gucken wir mal, ob das klappt. Also, so viel zum Thema Glück haben und so, ne? Kraftstoff hinzufügen. Ich werde das Ding jetzt voll tanken. Und dann haue ich ab irgendwohin in die Walachei. Mir egal wohin. Dann hätten wir schon wieder so ein Auto. So. Wir mussten einen Zombie töten, wenn alles gut läuft, um ein Auto zu bekommen. Man stelle sich das mal vor. Hey. Kraftstoff hinzufügen. Und wir könnten theoretisch noch das Zeug von unserem alten Ego holen, aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir den noch nicht kennen würden. Ihr versteht, was ich meine. Wir tun einfach mal so. Und nochmal Kraftstoff entnehmen. Eigentlich muss ich da noch dringend rein. Um vielleicht nochmal was zum Trinken zu holen. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie deichseln kann. Kraftstoff hinzufügen. Also der dürfte danach ziemlich voll sein. Nach meiner Erfahrung. Aber ich mache jetzt trotzdem nochmal das Ding hier voll, um nochmal Ersatzkraftstoff zu haben. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist halt jetzt, es ist nicht ganz so episch vom Glück her. Wobei doch, es ist ähnlich. So ein Auto bietet uns halt enorme Vorteile direkt am Anfang, ne? Wenn man bedenkt, ne, was wir für eine zeitliche Situation mit Lucky Bastard hatten und jetzt diese Situation. Muss man sich einfach nur mal durch den Kopf gehen lassen. Ist das schon enorm? So, die Karre fährt. Ich grüße mal gerade bloß, ob die Zombies mich sehen. Scheinbar nicht.
Nur nochmal ein vorsichtiger Check. Nö. Anscheinend sehen sie mich nicht. Was ist da hinten noch drin? Eine leere Flasche. Oh mein Gott, ich habe eine Flasche. Fenster einschlagen. Warum machst du das mit dem Ellenbogen, du Blödian? Warum? Du hast eine Pfanne benutzt. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht. Dieser Blödfisch. T-Shirt, Kleidung zerreißen. Also sorry, auf die Idee wäre ich in meinem Leben nicht gekommen. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Ich fahre jetzt hier weg. Ich bin menschlich sehr enttäuscht von diesem Trottel. Wir haben eine tiefe Wunde. Das ist ein Problem. Keine Ahnung, ob wir das überleben werden. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist einfach nicht zu fassen. Ey, haut der da mit dem Ellenbogen zu. Da hat die Polizei auch ihre letzte Straßensperre veranstaltet. So, wir versuchen jetzt einfach hier wegzufahren, ne? Tank ist voll, wie wir sehen. Ich gucke jetzt, dass ich einfach erstmal die Stadt verlasse. Tiefe Wunde ist halt echt doof. Eigentlich müsste ich eine Pharmacy aufsuchen. Oder direkt den Friedhof. Okay, den haben wir direkt gekillt, was nicht unbedingt meine Absicht war. Also, ich könnte jetzt noch ewig drüber diskutieren, warum der jetzt hier den Ellenbogen benutzt, ne? Obwohl er eine Pfanne hat. Also ganz im Ernst, so dumm kann kein Mensch sein, das mit dem Ellenbogen machen zu wollen. Es sei denn, du hast dein Leben lang immer nur Actionfilme geguckt und selbst da wickeln sie, glaube ich, irgendwas heutzutage um ihre Ellenbogen rum, weil sie gemerkt haben, okay, vielleicht haben doch zu viele Trottels nachgemacht. Es ist 1993, es ist die Zeit, wo die Leute das wirklich noch im Kino machen. Vielleicht ist es angebracht. Vielleicht sind wir einer dieser Trottel. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich rate doch auch nur. Ich fahre auch gerade eben sehr, sehr blindlings durch die Gegend. Das Hoppala wirkt sehr abgeschieden hier. Also für Zombie-Verhältnisse. Wobei ich dem Frieden jetzt erst noch nicht trauen würde. Hier ist noch ein Grillplatz. Jetzt nimm die Pfanne in die Hand, ey. Guck mal da rein. Na geil. Es geht weiter. Oh mein Gott. Es geht einfach weiter. Ja, dann haben wir sie immerhin alle schon mal hierher gelockt, ne? Das hat doch auch seine Vorteile. Für die Zombies. Ja. Schön. Na, ihr seht, wie die alle da hochziehen jetzt. Haben die da tatsächlich eine Alarmanlage da drin? Die erste, die ich finde.
Mein Problem ist, ich habe immer noch diese geringe Verletzung, ne? Ohne eine Pharmacy werde ich sterben, befürchte ich. Ich glaube, das ist eine deutlich gefährlichere Situation, als ich mir bis jetzt hier quasi eingestehen wollte. Aber wir brauchen, glaube ich, auf jeden Fall Nadel und Faden. Gucken wir mal. Der Zombie hat mich anscheinend nicht entdeckt. Und wenn ich Glück habe, gibt es hier keine Alarmanlage. Fenster schließen. Tür auf. Warum läufst du jetzt zu meinem Auto? Kann ja wohl nicht wahr sein. Hä? Jetzt greift er diese Tür hier an. Okay. Ich würde gerne hier diesen Vorhang zuziehen. Ich glaube, das geht hier gar nicht. Scheiße. Was ist mit euch? Die sind einfach tot. Huch. Nee, ist da rein, ne? Sag mal, was treibt der Zombie da draußen? Hier ist ein Kabel. Vorhänge zuziehen, komm schnell. Naja, schnell ist relativ. Natürlich ist hier nur ein Kamm drin. Das darf nicht wahr sein, es ist nur ein Kamm. Befülle Flasche leer. Und nochmal die Wasserflasche. Immerhin haben wir jetzt das hier schon mal, ne? Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich muss jetzt diese Bandage entfernen und ganz schnell ersetzen. Stofffetzen. Und die Bandage reinigen in dem Fall. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall mal in die Küche und gucke, ob ich da einen Dosenöffner finde. Teekessel, Pancake-Mix. Der hat mich nicht gesehen. Okay. Ich werde auch immer artig sein. Ich esse jetzt mal diese gesamte Eiscreme, um einen Lebenspunkt-Boost hier aufzubauen. Okay. Vielleicht können wir dagegen anheilen. Vorhänge zuziehen. Hier ist so eine Zeitschrift. Wisst ihr, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich trauen kann, jetzt hier hinzulegen zu schlafen. Das kommt mir alles sehr, sehr gefährlich vor. Ich mache mir hier das Licht aus. Licht aus. Licht aus. Äh,
Nein, das wollte ich nicht. Das ist die falsche Tür. Diese Tür hier, bitte. Da ist nur diese kleine Nachttischlampe, glaube ich, an. Was ist das für ein Buch? Ich nehme es einfach mal. Mal gucken, was es für eins ist. Einfach nur so ein Buch. Okay. Ja, dann habe ich halt schon mal ein Buch dabei. Wir haben Schmerzen. Das ist alles nicht so geil. Ich befürchte, dass wir jetzt hier vielleicht... Ja, wir haben zu starke Schmerzen, um zu schlafen. Toll! Ich esse auf jeden Fall nochmal hier diese Chips im Zweifelsfall. Problem ist, wir werden irgendwann mal schlafen müssen. Man kann auch diesen Honig im Zweifelsfall essen. Aber ne, ihr seht, zu starke Schmerzen, um zu schlafen. Das ist halt ein großes Problem. Ein enormes Problem. Der hatte tatsächlich die Scheibe eingeschlagen. Also doch hier. Warum? Ich weiß es nicht. Bandage entfernen. Ich verliere immer noch Lebenspunkte. Ich kann hier nicht bleiben. Scheiße, jetzt ist das auch noch infiziert. Nein, wir haben uns was eingefangen. Also es ist nicht zombifiziert, aber wir haben ein Problem. Stofffetzen reinigen. Befülle Wasserflasche. Also wir müssen hier weg. Ich gucke, dass ich wieder zum Auto komme. Und dann hauen wir einfach ab. Einfach weg hier. Die Frage ist bloß, wohin? Erstmal wieder zurück auf die Straße, würde ich sagen. Da kommt uns schon ein Zombie entgegen. Ein sehr entgegenkommender Zombie. Oh wei, oh wei. Da ist auch wieder Häuser. Aber wie gesagt, ich kann jetzt hier in der Nacht kann ich bei den Häusern eigentlich nicht wirklich stehen bleiben. Ey, mich regt das immer noch so auf, dass er mit seinem Ellenbogen da reingecheckt hat. Ey, das ist nicht zu fassen, ey. Tja, da haben wir es halt mal wieder auf die harte Tour gelernt. Wo bin ich hier überhaupt? Ich kenne diesen Weg nicht. Das ist nicht meine übliche Survivor-Route. Aber das Auto fühlt sich toll an, ganz im Ernst. Also ich bin begeistert von diesem Gerät. So. Es hat eine tolle Performance. Hier irgendwie, oh Gott, ich bin hier in so eine Siedlung reingefahren, oder? Ganz im Ernst, vielleicht soll ich diese Zombies einfach totfahren und hier... Oh, das ist ein Survivor-Haus! Das sehe ich daran, seht ihr das? Wenn wir da reinkämen... Ey, wie viele kommen denn da noch?
Es sind gefühlt sehr viele. Ganz im Ernst, autobeste Waffe gerade eben. So, euch machen wir auch nochmal um. Höre ich noch welche? Ja, hinter mir ist noch jemand. Einer der Scheinwerfer ist kaputt gegangen, leider. Da ist noch einer. Oder? Also es sind auf jeden Fall Zombies da drin. Ist das ätzend? Warum müssen da welche drin sein? Na komm. Also da ist auf jeden Fall einer drin, der will raus. Ich will rein. Das könnte uns verbinden. Na? Und noch habe ich einen gematscht. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen werden. Aber ich muss da rein. Nein, ich will nicht die Karre anmachen. Toll. Boah, geschafft. Ja. Mhm. Hat jetzt mit dem Auto deutlich besser geklappt. Hausschlüssel, schön. Vorhänge zuziehen. Begeistert bin ich. Was ist denn das für ein Mini-Haus, ey? Ohne Witz. Gibt's leider nicht die Möglichkeit, sich zu verarzten. Küchenmesser, Teekessel. Hier gibt's nochmal was zum Essen. Kein medizinisches Utensil. Tischlern für Anfänger, yeah! Falls wir dazu kommen sollten. Ja, also glücklich bin ich jetzt hier nicht gerade eben. Jetzt gucken wir mal gerade eben. Ich tue hier wieder die Bandage entfernen. Und wieder mit Stofffetzen ersetzen. Das Schlimme mit dem Infiziert ist halt, ich muss demnächst was dagegen tun. Aber ich habe keine Möglichkeit gerade eben. Das ist das Dilemma. Das ist das Dilemma. Das große Welche. Bin ich inzwischen schon sehr müde. Jetzt guck ich mal ran. Kann ich im Auto schlafen? Nee, man kann im Auto nicht mal schlafen. Großartig.
Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber es geht nicht. Ja, hi, da ist ja noch mal einer. So. Es sind auf jeden Fall mehrere Zombies da drin und ich glaube, sie werden ewig brauchen, um da rauszukommen. Ja, Freunde, ob wir das überleben, wird sich zeigen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, ne? Tschüss, Nadie.